So, hallo, ich bin's mal wieder, Micha, Otto aktiv. Moin. Ich bin gerade mal unterwegs und guck mal, wo man mal so ein bisschen nächstes Mal fotografieren kann. Oder filmen, wie auch immer. Und da habe ich mir gedacht, ich guck mal, ob ich irgendwo, ja, Industrieanlagen, alte Industrieanlagen, neue, irgendwas mit Architektur und so finde. Und da bin ich gerade mal ein bisschen unterwegs. Fahren wir von einem Industriegebiet ins andere. Jetzt bin ich hier gerade in Schlurp. Hier stehen so ein paar alte Hallen, die werden tatsächlich noch so untervermietet sein, da kann man was unterstellen. Könnt ihr mal gucken. Gucken wir mal rein hier. Schön, wenn man was sieht. Ja, es geht, ein bisschen beschlagen. Naja, okay, also sowas suche ich. Gucken, ob man da ein paar schöne Fotos machen kann. Okay, aber das ist jetzt nur eigentlich nur Erkundung, ich mache heute nicht viel. Ich guck mal kurz, ob sich das lohnt, da auch hinzufahren. Und wie es im Moment hier aussieht, sieht doch gut aus. Kann man bestimmt ein paar gute Fotos machen, mal einmal rumlaufen. Und ich gehe nur ein Stück um die Ecke, dann plane ich die Tour und nächstes Mal besser. So, da war ich noch in Schlurp im Hafen. Gut, da kommt man überall hin, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ein bisschen was geht da. Dann Lübecker Hafen habe ich mal geguckt, unten so ein bisschen, aber da kommt man auch nicht weiter. Da ist alles abgesperrt, ist auch nichts los. Gut, und am Sonntag fahre ich mal nach Hamburg. Meine Tochter, wir gucken uns beide mal so gerne sowas an. Und da werden wir mal schauen. Einfach ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen was auf Architektur, alte Industrie, Industrie sowieso, nicht unbedingt alt. Ja. Tja, ich weiß noch, dass hier der, ob das jetzt ist, weiß ich nicht. Weil so alt sieht er eigentlich gar nicht aus. Aber hier hinten in den Wäldern hat der Adolf Munitionsfabriken im Zweiten Weltkrieg. Ob die das jetzt sind hier? Keine Ahnung. Ja, jetzt filme ich doch ein bisschen, weil das ist irgendwie eine geile Halle. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, rein kommt man leider nicht. Also nicht so schlimm. Aber hat da was. Guck mal hier, was Fenster, hä? Da oben sind ein paar kaputt. Da in der Ecke. Ja. Gut. Außerdem haben wir heute, um das mal kurz zu erwähnen, den 5. Januar 2023. So, und fototechnisch habe ich hier heute mal mein TTA Design 35mm 1.4 drauf. Völlig manuelles Ding. Aber macht Spaß mit zu fotografieren. Wo ich dann doch mal hier bin, jetzt laufe ich noch mal kurz drum rum. Guck noch mal.
ich hier nicht nochmal herfahren, ne? Guck mal, ist das nicht schön? Sunlight that always stays, dinner by the waterway. It's that sweet. Tja, und eventuell mache ich hier tatsächlich aus dieser Location nur mal ganz kurz ein kurzes Video, muss ja nicht immer so lang sein. Und stelle sie euch dann im Einzelnen vor. Also das ist jetzt hier mal so ein Teil von einem Industriegebiet in Stuttgart. Und ich finde, das sieht ganz cool aus. Diese riesigen Fensterflächen hier in den Hallen, wo von hinten jetzt hier die Sonne so durchscheint. Also fototechnisch habe ich nur das 35 mm mit. Aber reicht ja auch. Super. Eigentlich perfekt. Und 35 heißt auf MFT. Das bedeutet also 70 mm. So, mein Akku blinkt. Hier ist gleich Feierabend. Okay, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Euer Micha. Und vergesst nicht, Daumen hoch und mal einen Kommentar dazu zu schreiben. Alles klar. Abonnieren. Und dann geht's weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Irgendwo aus Deutschland.